Sonst würde halt mehr Mineralwasser zu Grünalgen verarbeitet werden und dann zu Pflanzenfasern und ähnliches. Ja, jetzt noch Saline Water, weil wir dafür glaube ich auch noch keinen sinnvollen Zweck haben. Dich hier. Da sind die Ventile. So. Ja, schön. Dann läuft das schon mal ansatzweise. Schwefel. Die Schwefel. Oh, warte. Hier. Das ist den Water. Okay. Die Schwefelbrocken sind jetzt frei im System verfügbar, richtig? Oh, stopp. Wir müssen dafür sorgen, dass das Saline Water, was hier hergestellt wird. Also ich möchte nicht, dass das Saline Water, was hier in den Salination Plants hergestellt wird, irgendwie dafür sorgt, dass die Fässer zu sehr überlaufen und dadurch die Abwasserverwertung von Chloric Wastewater, was wir in 200 Folgen erst brauchen werden, dass das irgendwie später gestört wird. Was jetzt weit gegriffen klingt, aber ich denke, wenn ich mir jetzt schon ein paar mehr solcher Gedanken mache, dann wird es langfristig alles besser laufen. Das heißt, wir setzen einfach hier jetzt das andere Ventil hin. Ja, ich glaube, das ist das Richtige. Das da. Heißt, die Saltwater-Produktion von den Salination Plants spuckt fleißig ihr Salzwasser aus, aber das Salzwasser kommt nur zur Lebenslinie, wenn in den Rohren hier vor der Lebenslinie weniger drin ist als 80%. Das heißt, wenn die Hydroplants hier oben Salzwasser produzieren, und das reicht für unsere Verbraucher an Salzwasser, welche auch immer die später sein mögen. Ich glaube, irgendwelche Algen oder so. Dann machen die nichts. Das heißt, die sind nur dazu da, die hier zu ergänzen, wenn es nötig ist. Und wenn es halt nicht nötig ist, dann machen die hier nichts. Was ich gerade auch ganz gut finde, ist, ich bin davon ausgegangen, dass die Dinger jetzt hier zu viel Salzwasser vernichten. Denn das ist wieder zu wenig in den Rohren. Und dann fangen die wieder an zu arbeiten. Das wäre ein Stromverbrauch. Also, es ist nicht wirklich wichtig, aber ne? Die würden sich dann quasi gegenseitig immer wieder anstacheln. Die Salzwasserproduktion, die Vernichtungsanlage unten. Aber anscheinend sind die Prozentwerte richtig eingestellt. Das heißt, der hier arbeitet nur, wenn hier weniger als 80 drin ist. Und die Vernichtungsanlage arbeitet nur aus auch 80, aber ist glatt 80. Ja, momentan ist keinerlei Veränderung im System. Wahrscheinlich aber auch, weil gerade kein Chloric Wastewater verarbeitet wird und hier nochmal Selen reinkommt. Ja, so oder so ein Problem der Zukunft schon mal gehoben, behoben. Wobei ich mich wahrscheinlich mehr auf die Gegenwart konzentrieren sollte gerade, damit wir schnell Richtung Metall kommen. Was brauchen wir als nächstes? Wir bräuchten die eigentliche Schwefelproduktion, richtig? Weil die Schwefelproduktion da unten nicht ausreicht. Und wir haben noch gar keine Schwefelsäureproduktion. Wo kommt die Schwefelsäureproduktion hin? Weil hier fange ich ja schon an mit dem Mineral Sludge. Und Mineral Sludge, der nächste Schritt wäre dann in die. Wie heißt die Dinger nochmal? Schon die Crystallizer reinzuschmeißen, um dann daraus die diversen. Oh, das wird schwierig. Um dann die diversen Roherze zu bekommen. Also dunkelblau, hellblau, weiß, rot, braun, gelb. Ja, die bekommen jeweils ihren eigenen Zahn. Oh ne, warte. Jetzt mal kurz einen
Crystallizer. Habe ich keinen dabei, ne? Ja, bau den zu Ende, setz ihn gleich mal hin und kurz die Rezepte angucken. Ich stehe jetzt wieder vor derselben Frage mit den Erzen, ob ich sie gezielt herstellen möchte oder nicht. Sollte ich eigentlich, ja, ich weiß. Aber es hat mich halt hier unten gestört, weil es so viel Arbeit ist und am Ende hat es dann doch nicht ganz so gut funktioniert, wie ich es gerne hätte. Ne, die müssen wir so oder so herstellen. Später in den Sorting Machines, in den Dingern, können wir uns aussuchen, ob gezielt welche hergestellt werden müssen oder nicht. Gezielt Erze hergestellt werden oder nicht. Okay, das heißt, die Crystallizer könnten wir schon alle aufbauen. Für... Ui, das könnten wir auch aufbauen. Das wäre sinnvoller, als das Wasser zu vernichten, hm? Ja. Wenn wir jetzt die Erze herstellen aus, also nur die ersten zwei, also nur für Eisen und Kupfer, glaube ich, und anderen Kleinkram, vielleicht noch Zinn und Blei, bin ich mir ganz sicher. Wenn wir das Mineralwasser herstellen, kriegen wir durchgehend Sulfuric Wastewater, um daraus Sulfur herzustellen. Aber wir bekommen durch das aus dem Sulfuric Wastewater hergestellte Sulfur nicht genug Schwefelsäure. Und wir haben immer noch keine Schwefelsäureproduktion. Also nee, okay, das muss noch warten. Das heißt, mein nächster Zahn sollte die Schwefelsäureproduktion definitiv sein. Jetzt, wo wir die ersten Brocken bekommen. Und ich gehe gerade einen Schwung runter, um das zu überprüfen, dass wir es noch nicht haben. Was mich daran erinnert, dass wir vielleicht die Symbole hier up to date bringen sollten. Heißt also, dieser Zahn hier ist einfach nur Grünalgen. Hä? Achso, das sollte das Symbol sein für die verschiedenen Wastewater. Du. Grünalgen. Bam. Okay. Da drüber ist CO2 und die Pellets. Die Gase sind hier auch drin, oder? Yep. CO2. Ja, super zu erkennen. Und die Pellets. Da. Was? Ah, okay. Ich dachte, die wären ganz weg. Beides nicht so wirklich ideal. Aber man kann es erkennen, ja. Dann hier drüber ist einfach nur Charcoal. Im ganzen Zahn? Ja, im ganzen Zahn. Du da, Charcoal. So, hier mache ich mal ein Zahnrad-Symbol. Also hier sind jetzt alle Automatisierungssachen. Ja, und machen wir Fabriken. Ich glaube, das ist besser. Bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. So. Fabriken und nächstes ist Mineral Sludge. Das wird man jetzt nicht gut auseinanderhalten können. Aber dann ist das halt so. Oder was ist das jetzt? S L U da. Slack Slurry, genau. Und hier drüber ist der Mineral Sludge. Da. Okay. Jetzt muss ich nicht extra runterlaufen, um zu gucken, ob wir irgendwo eine Schwefelsäureproduktion haben, weil wir haben nirgendwo ein Schwefelsäure-Symbol. Also hier. Was brauchen wir für Schwefelsäure? Brauchen wir Schwefelsäure? Schwefel. Sauerstoff. Und Wasserstoff. Aber in Rohform, nicht in H2U-Form. Richtig?
da. In reiner Wasserform. Wir brauchen vorher das Schwefeldioxid. Also Schwefelbrocken und Sauerstoff in einem Chemical-Dingens. Und dann das Gleichwasser zu Wasser. Also wir brauchen Sauerstoff rein. Wir brauchen Purified Wasser rein. Und wir bekommen Schwefelsäure raus. Wir können jetzt also mal gucken, ob unsere Automatisierung angesetzt hat. So, ich wollte die Filter auch noch bauen. So. Ich hätte ganz gerne Chemical Plants, die wir automatisiert haben. Und anscheinend funktioniert das sogar auch. Okay. Also wo sind die? Da sind die. Eine Chemical Plant. Mitte ist da. Eins bei Felder nach oben, eins bei Felder nach unten. Alles gut. Du stellst Schwefeldioxid her. Sulfurdioxid. Und kriegst von unten Sauerstoff. Ich weiß nicht, wie viel ich davon brauchen werde. Ich glaube nicht so super viel. Dann brauchst du auch noch eine Kiste. Ich weiß nicht, warum die Kiste jetzt auf einer anderen Höhe ist als die Rohre, aber es hat sich so eingebürgert. Das gefällt mir nicht wirklich. So, dann geht's hier runter, dann kommt die nächste. Die müssen ein bisschen Abstand zueinander haben. Dann geht es hier wieder hoch, da wieder runter, hier wieder hoch, da wieder runter. Und so kriegen die alle ihren Sauerstoff und wir haben hier noch Platz für ein Ärmchen. Das da reinlegt, da hier nimmt. So. Wie die Ratio denn ist, müssen wir gucken. Schwefeldioxid wird aber nicht nur für Schwefelsäure gebraucht, also H2SO4, sondern für nicht Sulk. Da. Sondern das brauchen wir auch, also diese Schwefelsäure brauchen wir auch für die quasi Chips, die keine Chips sind, für die Lila-Tränke und für irgendwie Bioschmarrn und noch mehr Bioschmarrn. Also sollte ja, es sollte auch in die Lebenslinie, allein für die Trankproduktion, okay. Und deswegen habe ich so viel Platz zwischen denen gelassen, damit wir es halt auch abtransportieren können. Da. Und hier. So, das heißt, wir schmeißen den Schwefeldioxid neben. Geht das überhaupt noch? Nö. Geht nicht mehr. Wir schmeißen Schwefeldioxid nicht direkt neben die Schwefelsäure, sondern so ein bisschen daneben. Ich hätte jetzt ganz gerne erstmal, da wir doch schneller vorankommen als geplant, brauchen wir hier jetzt neue Rohre. Da und da, hier oben müssen wir, oh, wir müssen schon bald wieder erweitern. Das ist krass. Also ja, wir sind jetzt schon seit 20, 30 Folgen bei dem Aufbau der MK4-Fabrik. Ja, vielleicht sogar mehr. Es geht für mich recht schnell, irgendwie. Ja, also gefühlt kommen wir schnell voran, auch wenn es halt immer noch halt dauert. Aber es ist auch zu erwarten bei so einem Riesenprojekt. Ich mache hier nur ganz kurz, wo ich es gerade sehe. Ein paar Aliens weg. Damit unsere Bots hier in Ruhe arbeiten können zwischen dieser Folge und der nächsten.
ganz vielleicht, wenn wir später bei der Trankproduktion Automatisierung sind, dafür sorgen, dass wir ein besseres Snipergewehr bekommen, damit sowas einen Ticken schneller geht. Also jetzt war es natürlich nicht schlimm. Das waren jetzt ja vielleicht, ne, 40 Sekunden, keine Ahnung. Aber wenn ich später wirklich so ein Riesengebiet hier leer bekommen muss, off-camera, dann wäre es vielleicht doch ganz praktisch. Bots, Bots. Die eigentlich nicht meine Bots, sondern die anderen Bots. Das hier bitte alles vorlegen. Damit wir nächste Folge hier oben die restlichen Sachen einbauen können. Nach der Schwefelsäureproduktion kämen dann nämlich schon die eben erwähnten Crystallizer. Also erstmal einzahlen mit Crystallizern, die. Was dauert noch was weg? Einzahlen mit Crystallizern, die aus Mineralwasser das herstellen. Das heißt, unser Überschuss an Mineralwasser wird dann nicht unten vernichtet, sondern wird oben zu. Oh, wie mache ich das denn jetzt schon wieder? Sondern wird oben zu Erzen verarbeitet. Und wenn dann noch was über ist, dann müsste es vernichtet werden, weil die Erze werden sich auch irgendwann stauen. Ja, wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Das müssen wir dann gucken. Weil ich kann ja nur diese, wenn 80% im Rohr sind, dann schmeiß da rein, das machen. Das kann ich dann sowohl. Ich kann es einfach oben und unten machen. Ja. Das heißt, wir machen jetzt hier oben bei den Crystallizern für die hellblauen und dunkelblauen Roherze auch Ventil davor, dass wenn Mineralwasser mehr als 80% in dem Tank davor sind, dass es denn zu den Erzen verarbeitet wird. Das heißt, es wird an zwei Stellen der Überschuss dann entnommen, was nicht ideal ist. Ideal wäre eigentlich, 100% werden zuerst zu Erzen verarbeitet. Wenn Erze voll sind, dann wird 100% vom Überschuss, weil ja nicht zu Erzen verarbeitet werden kann, dann wird es vernichtet in der Kläranlage. Aber da fällt mir jetzt ad hoc so gerade nicht ein, wie ich das machen könnte. Deswegen wird es einfach an beiden Seiten verwertet. Und so kriegen wir wenigstens ein bisschen was an Erzen oben drauf raus. Und falls dann einem von euch oder mir bis dahin denn was einfällt, dann können wir das ja anders regeln. Aber das ist schon mal der Plan für nächste Folge. Bis dahin, also bis zur nächsten Folge, werden unsere Bots das hier alles auffüllen. Ich werde vielleicht noch da und da die Aliens töten. Und sonst was Produktives für zwischendurch. Es wurde noch vorgeschlagen, dass ich mehr Bots baue. Es sind eigentlich schon genug Bots. Also ja, Baubots kann man eigentlich nie genug haben, damit das hier alles instant in einem Schwung hingelegt wird, was bestimmt mega cool aussehen würde. Aber wenn das Spiel jetzt 10 Minuten läuft, dann sollte das eh fertig sein. Das passt also schon. Logistikbots würde ich eher verstehen, aber ich glaube auch die Logistikbots sind noch nicht ausgelastet, weil nicht so viel. Na, 300 haben gerade was zu tun. Ne, mehr. 180. Aber wahrscheinlich auch, weil sie den Construction Bots helfen, indem sie jetzt dann von unten nach oben bringen. Ja, ich werde die Bot-Produktion wieder anschmeißen, keine Sorge. Und das Ganze auf 1000, 1000 erhöhen. Also 1000 Logistik, 1000 Construction. Aber noch nicht jetzt. Ich denke, jetzt wäre ein falscher Zeitpunkt, da ich ja auch die ganzen Automatisierungsfabriken hier unten aufgebaut habe, wo recht viele Chips für draufgehen. Und ich möchte erstmal, dass ich die MK3-Fabrik erholen kann. Weil wir verballern hier oben echt schweineviel an Ressourcen. Und die Fabrik unten ist halt ziemlich holprig aufgebaut worden von irgend so einem komischen Kerl. Da sollten wir die schonend behandeln und nicht zu viel auf einmal fordern. Ich denke, das ist besser. Das heißt, keine Bots erstmal, aber später wieder mehr. Guti. Das heißt, jetzt läuft das Spiel weiter, alles wird aufgebaut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge für den weiteren Aufbau der Schwefelsäureproduktion und dann den nächsten Zahn oben drüber mit den Crystallizern für Mineralwasser zu Erzen. Okay, look, bye bye.